Ja, das Problem war nur, ich habe es nicht auf dem Gamepad gespielt, Radon. Ich habe es auf der Tastatur und Maus gespielt. Die Steuerung einzustellen, das ging schon, aber die Sache ist, das kann man auch per Google nachlesen, wenn man Dark Souls 1 oder 2 nicht direkt per Controller spielt, dann hast du einen Input-Lag. Das heißt, eine Verzögerung zwischen den Tasten, die du drückst, bis das Spiel sie umgesetzt hat in Befehle. Das hast du im Controller nicht. Nur auf der Tastatur und Maus. Du müsstest theoretisch deine Tastaturbefehle, glaube ich, in direkte Controller-Inputs simulieren, damit das geht. Es hat mich nicht gestört, dass ich mit Tastatur gespielt habe. Ich habe die Steuerung so eingestellt, dass es für mich okay war. Aber diesen Fehler oder dieses Problem gibt es in Dark Souls 3 nicht mehr. Das haben sie rausgenommen, weil sie das Spiel ja jetzt besser für den PC portiert haben. Es gibt ja auch Leute, die Dark Souls nicht auf der Konsole zocken, haben wir gemerkt. Ich zum Beispiel. Was haben wir denn? 2 übrig. Fleisch kann weg. Und was ist das? Skorpionstachel. Ist auch nicht sehr viel wert. Ich glaube, ich kann die Fackel jetzt wegpacken, oder? Nee, da ist ein Berg noch. Obwohl, ich will jetzt zur Pyramide zurück. Den Berg, den lassen wir sausen. Bin ich noch vergiftet? Nein. Muss ich mich heilen? Nicht zwingend. Packen wir die Fackel mal weg. Und erkunden jetzt mal das Siegel. Aktivieren das Siegel. Und die Pyramide kommt aus dem Boden herausgeschossen. Jetzt muss ich nur bis dahin kommen. Okay, muss ich mal Witcher 2 auch mal testen. Oh, mein Witcher 2 und 3. Ich muss so viele Sachen noch spielen, Leute. Auch Witcher 3. Das Spiel ist ja so gut. Genau, ich tippe, Mass Effect 3 muss ich leider auch noch spielen. Aber ich will es spielen mit einem Speicherstand aus Mass Effect 2. Den habe ich nicht mehr. Also muss ich Mass Effect 2 auch noch mal spielen. Ich habe doch keine Zeit. Ich habe mit den ganzen Sachen für YouTube sowieso keine Zeit für eigene Spiele mehr. Ich müsste die Spiele für YouTube zocken. Und wenn ich Mass Effect 1 und 2 schon kenne und wie viel Zeit in sowas wie Planetenentdeckung und sowas reinfließt, in Extrafolgen oder sowas, das ist einfach nur irgendwo krippellangweilig. Ah, diese Fleißarbeit ist echt nervig teilweise in diesen Spielen. Giftwolken, 11 und 14 Tage. Ich weiß, Charon, das hast du jetzt zum dritten Mal, glaube ich, erzählt. Was kann ich noch essen? Wie viel Felder brauche ich denn dafür? Bis dahin ist 66 Felder, also brauche ich fast die volle Sanity, um da hinzukommen. Ja, okay, Leute, wir werden, glaube ich, sogar wahnsinnig, bevor wir da ankommen. So ein ganz bisschen. Shitte. Okay, also der kürzeste Weg im Endeffekt. 20% Wahnsinn. Ich kann mich nicht mal 20% leisten, das ist so scheiße. Oh, ich habe auch kein Dynamit mehr, Mann. Ich könnte einen Berg wegsprengen oder sowas, aber nee, ich habe ja kein Dynamit mehr, nicht mal das. Ja. Eingeborene! Verdammte Hacke, ich werde angegriffen. Glaube ich. Oh nee, entzündete Wunde. Buh. Aber da sind Eingeborene. Wütende Echsenmenschen angreifen. Ach stimmt, wir sind in den Pilzländern unterwegs. Aber das ist gut, denn dadurch kann ich meine Sanity wieder aufladen. Aber der Kerl hat ein paar mehr Lebenspunkte, muss ich aufpassen. So, was machen wir denn Schönes? Ich würde sagen, die Schrotflinten-Kombi, wie üblich. Die ist einfach nur krass stark. Und dann, ich könnte mal vergiften. Obwohl, nee, nicht wirklich. Kopfstoß, hoffentlich gegen den da. Jawohl. Kann sogar auswählen, glaube ich. Je nachdem, wie ich halt die Tasten hier oder welchen ich auswähle. Aber ich weiß es nicht, weil das wird einem nie erklärt vom Tutorial oder vom Spiel, ob das geht. Muss man erraten, so ein bisschen. Ritual der Einheit. Und das Ding spannen wir uns mal ganz kurz. So, das heißt nämlich, ich könnte theoretisch... das wollte ich nicht. Ausweichen 3 oder treten. Treten schaffe ich nicht mehr als... Ich muss ein bisschen Defensive, glaube ich, eher aufbauen. Stabile Position, ja. Ja. Nicht so gut, aber es wird reichen. Beim Sklavenhändler konnte ich mich aber nicht ausruhen vorhin. Ui, das war nicht schlecht. Beziehungsweise der Angriff von denen war nicht sehr gut, sagen wir es mal so.
Bam. Ah, sie haben auch Verteidigung aufgebaut. Deswegen. Da will jemand clever sein. Clever sein können wir aber auch. Moment. Boah, so ein Pech mit den Angriffswürfeln, ey. Verdammte Hacke. Ritual der Heilung. Defensives Manöver. Kann ich auch was mit dem Hirn anfangen? Ah ja, genau, Kopfstoß. Machen wir den hier nochmal weg. Boing. Und drei Verteidigungen. Stimmt, ich könnte vielleicht nochmal gucken, ob ich Mangos irgendwo kriegen könnte oder sowas in der Richtung. Aber die Sache ist, die Herren hier werden mich jetzt nochmal um 25 Punkte auffüllen und ich habe noch 4 Schoki. Ich komme da wahrscheinlich doch noch ran. Es ist nur halt sauknapp. So, und die Master-Combo. Weg mit euch. Haha, die Schrotflinte regelt. Ja, danke schön. Hornflöten, das ist sehr sinnvoll. So, wo waren wir? Wir wollten eigentlich da hinten hin. Ich kann sogar den Vogel theoretisch herausfordern, wenn er nicht so ewig abseits wäre, ne? Aber es... Ah, verdammt. Nee, irgendwie nee so. Wir gehen mal woanders lang. Wir gehen mal da lang und schauen, was das ist. Es ist zwar knapp, aber ich kann den Vogel lieber noch herausfordern und nochmal gucken, ob ich vielleicht noch Beute kriege, um sie zu verscherbeln nachher oder so. Das ist ein Dorf. Nee, ist ein Schrein. Oh, ein Schrein. Oh, mit Sand. Oh, das ist sogar gar nicht mal so schlecht. Oh yes, alles nehmen, alles meins. Klimawechsel ist nicht schlimm, weil hier ist sowieso schon Wüste. Wen interessiert's? So, zwei Sachen müssen wir wegschmeißen. Es ist nicht Zeit in dem Sinne. Es ist, wer die Pyramide zuerst findet. Ich glaube, danach bekommt man weniger Ruhm, wenn man sie findet nach den anderen. Aber ich kann den Ruhm ausgleichen, indem ich halt die Schätze eintausche dafür. So, was kann ich wegschmeißen? Was ist nicht so schlimm? 2040, 2060. Kann ich Schokolade eigentlich auffressen jetzt? Dann haben wir wieder einen Tarplatz, einen frei. Bis ich zu dem Vogel komme. Das kommt nämlich hin. So, muss ich noch irgendwen heilen? Ja, er hier. Er ist nämlich mit entzündeter Wunde unterwegs. Und ich will nicht riskieren, dass mir jetzt mein Soldat wegen einer Wunde verreckt. Das wäre richtig mies. Ansonsten... Ja... 2040, 2060, kann ich eigentlich die Raptorenhaut wieder wegpacken. Die ist jetzt nicht so wertvoll. Die Mondsteine behalte ich. Ich riskiere es nicht, nachher ohne Mondstein rumzulaufen. Wer hat das schon mal gehört? Sailor Moon ohne Mondstein? Ich meine, das ist Basiswissen. Richard Francis Burton, das war der Bruder von Sailor Moon. Wer hat es nicht gewusst? Schämt euch. Das war, Sailor Erde. Moment, wie nennt man dann die Erde? Ich meine, Sailor Merkur und sowas. Gibt es das Sailor Erde? Es wurde noch kein Sailor Moon Mädchen nach der Erde benannt, oder? Das ist Sailor Erde. Oh Gott, ist das doof. Ja, die Wüste kostet mich einiges an Zeit, aber der Vulkan ist dann hoffentlich wieder so ein bisschen weg von der Fläche da. Ja, machen wir es mal so. Ich versuche mal hier vorbeizukommen irgendwie. Sailor Burton. Das klingt zwar noch besser. Yay, Wüste. Oh, jetzt haut der Vogel ab. Das ist ja mies. Egal. Na, egal ist es nicht. Ich muss ihn herausfordern. Ich muss nämlich meine Punkte damit wieder auffüllen. Ich komm... Oh, guckt euch das an. Guckt das an, wie ich gerade so rankomme, wenn ich jetzt loslaufe. Oh, scheiße. Ich muss es riskieren, Leute. Ich muss es eigentlich 20% Sanity muss ich riskieren. Ich habe keine Wahl. Okay. Lauft! Let the Wüste be behind you. Komm schon, 20%. Nichts Überböses. Paranoia oder so kann ich ja noch nachvollziehen, aber... Nicht. Oh Gott. Und wir sind Erste, glaube ich. Erste? Komm schon! Yes! Wir waren die Ersten! Oh, wie geil! Baby!
Wie geil. Tuxedo Mask war Erde. Okay. Dann halt Tuxedo Mask. Was haben wir denn bekommen? Pistolenexperte. Wir haben unsere Schrotflinte. Arktische Entdeckung. Und starker Träger. Ja, was machen wir, Leute? Nee, oder? Die letzte Mission. Die fucking letzte Mission. Nee, oder? Fifty-fifty, Chat. Wir hatten immer die Wahl, das ist halt die Sache. Aber, wisst ihr was? Ich nehme Arktis, weil wir brauchen den Träger nicht. Plus zwei Tragkraft ist eine gute Sache, versteht mich nicht falsch. Aber falls wir jetzt nur Arktis-Missionen bekommen, habe ich lieber das Ding als Träger. Wenn wir die Auswahl haben, brauchen wir nicht in die Arktis gehen. Aber was ist, wenn wir müssen? Dann wäre der mir sehr viel mehr wert als Träger, ehrlich gesagt. Ja gut, Träger und Schneeschuhe hast du schon recht. Guter Plan eigentlich. Ja, hast recht. Wir sind knapp hinter ihr. Ohne Schätze zu verscherbeln. So. Das Ding verschenken wir. Dann die Zähne. Moment, das sind Säbelzahntiger-Zähne. Die sind nicht wenig wert. Aber ich brauche Geld. Ich brauche dringend Geld. 2400 als Punktzahl ist ein... Das ist ein schöner Vorsprung. So, der Götze, der geht auf jeden Fall ins Geschenk. Der geht auch ins Geschenk. Jetzt kommen die Tierzähne. So viele schöne Tierzähne. Nam, 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 nam. Oh. Stoßzahn. 2x60. Schick. Das Ding für Ruhm. Das ist was? Das ist ein Skorpionstachel. Gleichwertig. Jetzt habe ich dann noch 70, 50. Okay, zweimal verkaufen, zweimal verschenken. Das ist ein Vorsprung, Leute. So, wir haben eine Reisemöglichkeit und sie geht zurück zu den Dinos. Haha. Tja. Das Spiel war gnädig. Wir haben nur eine Mission anscheinend am Ende zur Auswahl, wenn wir so weit kommen. Aber es hätte auch Arktis sein können wahrscheinlich. Ein Speer befand sich im Besitz einer Schatzkarte. Nein, danke. Nicht in der letzten Mission. Wie ich mit Freude beobachtet, hatten die Berichte um meine Expedition einiges an Aufmerksamkeit hervorgerufen. Ich wurde von mehreren fähigen Personen angesprochen, die mehr über die seltsamen Länder erfahren wollten, zu dessen Ufern wir aufbrechen wollten. Ich glaube, das wäre heute auch noch der Fall, wenn das stimmt, dass wir jetzt zu den Dinos zurückfahren. Okay, aber ich glaube, keiner von denen bringt uns irgendwas mit unserer Gruppe, die wir haben. Medizinfrau ist nice, Speer ist immer noch sau nice, Nutella-Kopf ersetzen niemals. Unser Soldat? Nee, das bleibt so. Endlich war unser Schiff bereit, bla bla, Ausrüstung kaufen. So, jetzt muss ich eine Menge nachkaufen. So, was haben wir denn da Schönes? Wir haben eine gute Waffe, wir haben Mondsteine. Munition kann ich gleich nochmal gucken. Nehmen mal wieder drei Fackeln mit. Auf jeden Fall die ganzen Health Kits, die der Kerl hat. Einmal Munition wenigstens. Wir können in den Gebieten Macheten gebrauchen. Hatten wir eben nicht. Wir können Kletterausrüstung gebrauchen. Wir können vielleicht Seile gebrauchen. Überlegen wir gleich nochmal.
Drei Fackeln. Nehmen wir mal eine Fackel mehr. Nehmen wir. Ich glaube, 5 Munition reicht für den Rest dieser Expedition. Mehr brauchen wir, glaube ich, nicht für die restlichen Kämpfe. Konservendosen. Der letzte Abschnitt war knapp. Deswegen will ich das haben. Die ganze Zeit unentdeckt durch gegnerische Zonen zu reisen. Muss nicht sein. Mobiles Camp. Nee, nicht wirklich. Ich nehme mal auch Dynamit mit. Zwei Stück. Wenigstens. Wegen Berge durch die aus dem Weg schaffen. So, mehr Macheten noch. Mal Kletterausrüstung. Mal eine Fackel. Mal ein bisschen Munition. Bis dann, Ranger. Danke fürs Dabeisein. Gewehr 140. Ja, aber es nimmt halt noch einen Inventarplatz weg, Red Eyes. Den wir dann nicht für Schätze gebrauchen können, wahrscheinlich. Ist die Frage, ist uns noch eine Knarre das wert? Vielleicht. Aber ich müsste ein bisschen was an Ausrüstung wieder zurücklegen. Aber wir haben ziemlich viel Platz, wie es aussieht, ne? Ziemlich viel. Ich kann es unterwegs wegschmeißen. Obwohl. Nee, halt, wir haben kein Essen, Leute. Wir haben gar kein Essen. Schoki. Dringend Schoki. Wir haben nur die Konserven gerade gehabt. Puh, das wäre schiefgegangen. 20%ig 1000 schiefgegangen. Genau, Charon. Charon hat's mitgedacht. Okay, ja, das ist wohl, denke ich mal, eine gute Sache. Gut. Segel setzen! Wir sind pleite! Wenn wir sterben, dann in der neuen Welt! Oh mein Gott! Disneys Pocahontas! Was wäre, wenn John Smith nicht bei Pocahontas und den Indianern gelandet wäre, sondern bei Pocahontas und den Dinos? Das wäre doch mal ein Film geworden, da würden die Leute heute noch drüber reden. Ah. Wir mussten Wochen konstanter Übelkeit erdulden, bevor wir die Stätte unseres nahen Abenteuers erreichten. Und Nutella Cop möchte gerne auf dem Schiff bleiben, wenn es geht. Nein, Nutella Cop, du kommst mit. Ich wusste, dass uns in diesem Land etwas ganz Besonderes erwarten würde. Einmal Wasser auffüllen. Und los geht's. Die letzte Mission für heute, Leute. Wir haben drei Fragezeichen schon zur Auswahl. Sehr gut. Und direkt inaktiver Vulkan. Du kannst mich mal spielen. Als wenn ich dir das noch glauben würde. Aber ich glaube, ich gehe mal lieber zu dieser Graslandfläche dahin, bevor die Vulkane ausbrechen, um das zu holen. Nachher geht das schief. Erstmal durch die Sulfursümpfe. Das gucke ich mir gleich an. Und das ist irgendwas. Ein Steingesicht. Am Fuß finden wir Zeug. Was für Zeug finden wir denn? Eine Halskette. Die nehmen wir mit. Und einen Stoßtand nehmen wir auch mit. Hornflöte nehmen wir auch mit. Der Ruf ist mir gerade egal. Oh, Private Newton Marks schien von unserer Begegnung mit der mysteriösen Statue sichtlich erschüttert. Abergläubisch. Ist aber eigentlich scheißegal, weil er ist doch unerschütterlich, ne? Das müsste theoretisch gleich wieder weg sein, wie beim letzten Mal. Ein Steinkreis, Leute. Das ist geil. Damit können wir so einiges aufdecken auf der Karte. Ich glaube, das ist immer so Red Eyes. Einfach so, dass die Missionen. Die, so ab der dritten Mission ist wahrscheinlich immer Magnetberg am Anfang. Einfach nur darum. Ist mir scheiße. Private Newton Marks reißen sich zusammen. Sie sind eigentlich ein reiner Geist. Was brauchen wir? Ich glaube, Rastplätze wäre ziemlich cool, damit wir zwischendurch auch mal ein bisschen pausieren können. Aber ein Dorf? Ich habe einiges an Kram dabei, was ich in einem Dorf tauschen könnte. In einem Dorf rasten. Obwohl, was bringt mir ein Dorf? Ein Dorf kann ich handeln, ein Dorf kann ich rasten, ein Dorf kann ich rekrutieren. Rekrutieren brauche ich nicht. Wir haben zu viele Leute dabei. Handeln bekommen wir unter Umständen nur Juwelen oder sowas zurück. Und rasten, gut. Aber rasten könnte man umsonst bei einem Rastplatz. Ruinen brauchen wir nicht zwangsweise. Ruinen sind Schätze. Die finde ich nebenher und sind nicht überlebenswichtig. Höhlen dasselbe. Ich nehme mal Rastplätze. So, ja, ist mir egal, Loyalität verschlechtert. Private Newton Marcus äußerte sein Unbehagen. Ich war mir nicht sicher, wie lange es dauern würde, bis er sich mit meiner Entscheidung abgefunden hatte. Okay. Da oben ist ein Wasserfall.
Ein Wasserfall. Und die Karte, oh Gott, die Karte, Leute, wie groß die ist. Toll. Jetzt haben wir nicht, das ist der eine Wasserfall, dass es das jetzt schon war. Wow, toll. Aber gut, er ist relativ zentral gelegen. Das heißt, ich kann versuchen, um die Berge hier rumzulaufen, wenn ich das Fragezeichen hatte, und dann gucken, was da oben ist. Gehen wir doch mal. Was haben wir denn hier? Ein Säbelzahntiger. Das kriegen wir hin. Gegner abzulenken. Das können wir uns auch mal überlegen für später. Erstmal gehen wir da hin. Stimmt. Das auch, Thymon. Hast du vollkommen recht. Oh, wir haben direkt das erste Dorf gefunden. Solange wir noch auf Null sind, das ist eigentlich ein gutes Timing. Ein Dorf von Echsenmenschen. Oh, wenn wir unseren Büffel nicht ausgerüstet hätten, Leute. Wir könnten theoretisch einen, oder hätten theoretisch einen Transport-Dino mitnehmen können und damit das Achievement bekommen können, wo man einen weiteren Charakter freischaltet, wenn man Dino am Ende der Reise dabei hat. Aber ich werde jetzt nicht auf meinen Büffel verzichten. 5 Plätze Inventar? Mm-mm, keine Chance. Ich kannte die Sprache der Echsenmenschen. Ich konnte mich bald darauf mit ihnen verständigen. Das ist cool. Cooler Mann. So, was könnten wir von euch denn überhaupt bekommen? Edelsteine sind am Ende des Spiels nichts wert, weil sie keinen Ruhm geben würden. Ich könnte rote Beeren kaufen. Die sind im Endeffekt so viel wert wie Mangos, aber werden, glaube ich, nicht schlecht. Von daher wäre das eine nette Ergänzung. Vielleicht gegen die Hornflöten. Ich meine, die brauchen wir garantiert nicht. Na, immerhin 2 Stück. Das Wasser bräuchten wir auch nicht zum Platz. Ja, wollt ihr Wasser haben? Nein, ihr wollt natürlich kein Wasser haben. Wollt ihr Konservendosen? Eine Konserve gegen einmal rote Beeren, die ich immer benutzen kann. Aber gut, dann nehmen die roten Beeren noch mehr, obwohl die nehmen sowieso nicht mehr Inventarplatz weg, wenn ich jetzt tausche. Okay. Was mit Schoki? Schoki ist nicht so schön. Dann tauschen wir erstmal 2 rote Beeren, die kann ich dann jederzeit einstecken. Ich wollte gerade sagen, Nutella-Cop, wehe, du kommst nicht mit. Ich werde wütend, Nutella-Cop, wenn du nicht mitkommst. Dann ist hier aber die Kacke am Dampfen. Dann ist Nutella aber richtig am Dampfen, Junge, wenn du nicht mitkommst. So, Tiger-Lily. Hey, bleibst du da? Du dreckiges Katzenvieh. Kann ich ihn austricksen, wenn ich jetzt da lang gehe? Oh, ich krieg dich. Du gehörst mir. Fucking Säbelzahntiger. Kurze Entfernung. Bam. 15 Lebenspunkte hat das Vieh. Ich habe keine zweite Knarre gekauft. Muss ich nur gerade noch überlegen. So, ich kann dich aber dir einen Kopfstoß verpassen. Ich glaube sogar noch einen, weil ich 2 Würfel davon habe, ne? Gar nicht mal so scheiße. Was bringt das hier nochmal? Wachposten. Nee, das lassen wir mal. Zack. Doppelkopfstoß. Mal gucken, ob das geht, dass man den Typen, ja, 2-mal den Würfel blockiert. Das ist dann richtig gut. So, nochmal rollen. Und Gegenschlag. Und Ritual der Einheit. Beide Würfel blockiert, er kann nichts machen in der Runde. Sehr geil. So, dich behalten wir. Dich behalten wir. Und das Schwert behalten wir. Jawohl, jetzt haben wir nämlich die Schrotflinte. Brauchen noch 6 Schaden. Ich kann nochmal Kopfstoß machen. Ich kann sogar doch vielleicht wirklich... Oh, Kopfstoß, das ist ein Angriffswürfel. Moment, wir nehmen uns den hier. Und machen nochmal einen Kopfstoß. Stall-Taktik. Und wir treten nochmal richtig rein, weil es so schön ist. Du kannst nichts machen. Wir haben unseren Kopf in den Arsch gerammt. Double H wäre stolz auf uns. Plus 30 geistige Gesundheit. Alles mitnehmen. Dafür haben wir jetzt... Ach du Heiliger, hier sind eine Menge Vulkane. Jawohl. Aber gut, dafür sind die Felder wahrscheinlich gleich wieder gelöscht, wenn ich da lang gehe. Also wird das gar nicht mal so schlecht sein. So, Beeren auffuttern. Das Fleisch wegpacken und das Wasser wegpacken. So, ja. Ich glaube, ich gehe mal auf das Feld und hoffe, dass das Feuer bis dahin weg ist. Jawoll. Perfektes Timing.
Da haben wir einen Raptor. Eigentlich muss ich den Kampf gegen den Raptor auch schon wieder provozieren, ne? Damit ich den 30er-Vorteil kriege. Machen wir das mal. Ich hoffe, das Feuer kommt mir jetzt nicht entgegen. Nee, es scheint sich zu beherrschen. Okay. Na komm, na komm, na komm. Mann, wie die immer so ein Feld wegbleiben, diese Mistviecher. So, du gehörst mir. Oh, 3 Stück. 3 ist gut. Schauen wir mal. So, erstmal sollte ich am besten wieder ein paar Kopfstöße machen, würde ich sagen. Dich behalte ich und dich behalte ich. Aber das mache ich direkt. Kabams. So. Obwohl, ich kann Kopfwürfe damit bekommen. Ha! Mann, das ist Pech. Das ist richtiges Pech. Ausweichen. Treten. Ja gut, ich könnte treten, aber... Nee, dann gehen wir lieber in die Defensive. Wohl, nee, halt. So, das ist besser. Und Ritual der Einheit. Ui, das sind viele Würfel. Das sind viele Würfel. Schaut doch mal auf andere Gegner ein. Nicht immer auf dieselben Leute. Ich will die so schnell wie möglich wegbekommen. Aber kann ich ein Ritual ein gutes zaubern? Ritual der Heilung, jawoll. Das ist schon mal eine Menge wert. Die beiden behalten wir und einen Defensivwürfel. Jawoll, Schrotflinte, die wollte ich. Damit sind sie fast alle tot. Jetzt kann ich theoretisch... Moment, wir können den wegräumen. Wir können... Starke Position, nein. Taktischer Vorteil, ich nehme einmal meine Munition raus. Dann kann ich nämlich... Sekunde. Ach, ich kann den nicht wirklich kombinieren, das ist das Problem. Aber gut, Gegenschlag ist auch nicht schlecht. Zack. Ja, den hätte ich nicht benutzen müssen, den Würfel, ich Trottel. Aber gut. Was will man machen? Dafür kann ich jetzt nochmal heilen, wenn ich Glück habe. Ich muss nur die richtigen Würfel erwischen. Genau, Ritual der Heilung. Das ist immer geil, wenn das Ritual kommt, dass du nochmal die ganze Gruppe hochziehen kannst. Zack. Plus 30. Wir müssen wahrscheinlich heilen. Wo haben wir es denn? Nutella-Kopf ist am Bluten. Oh ja, Private Marks können wir mal entbluten. Und ich würde sagen auch Richard Francis. Nutella-Kopf ist noch okay. Es müsste eigentlich klar gehen fürs Erste. So, Fleisch weg. WB, mein Zocker, wir sind im letzten Level. Nochmal die Dino-Welt, falls dir das entgangen sein sollte. Einen Platz muss ich noch freiräumen. Tierzahn und Säbelzahn, Tierzahn. Ich packe mal. Ihr beide versteht euch, ne? Wir packen mal das Wasser weg. Zacka bam. So, was ist das? Und wo muss ich hin? Da ist der Wasserfall, wo ich eigentlich noch hin wollte, um mich auszuruhen. Was ich glaube ich auch machen muss fast schon. Was sagt denn der Kompass? Kompass sagt Magnetberg, natürlich, was auch sonst. Mist, mir gehen die Getränke aus. Und die Vulkane brechen aus. Oh mein Gott! Noch mehr Raptorenkämpfe. Aber gut, dadurch bekommen wir noch mehr Sanity zurück, ne? Hui! Mysteriöses Ei. Im Inneren scheint etwas zu bewegen. Jurassic Park! Wie viele Raptoren haben wir? Wieder 3. Oh, das ist übel. Was ist denn, wenn ich hier ein bisschen Dynamit in die Runde werfen will? Mit noch so ein bisschen Hirn dahinter. Oh, geplante Explosion. Ich nehme den Gruppenschaden raus mit Hirn. Oder mit präziser Explosion mache ich mehr Schaden am Gegner. Die haben 12. Aber ehrlich gesagt, ich will nicht meine Gruppe Schaden zufügen. Von daher glaube ich, ist es besser, ich mache die kaputt. Gebooms. Denn
Ich kann theoretisch ja noch in meine Schrotflinte hoffen, so wie jetzt. Machen wir das hier. Bam! Fast alle weg. Was machen wir denn jetzt? Ich kann den ja machen. Ich kann treten. Ich weiß nicht, ob ich noch irgendwas damit anrichten kann. Ich könnte jetzt einfach nur Munition reinwerfen. Ne, vergiften kann ich auch nicht. Das geht nicht. Okay, ich könnte Verteidigung aufbauen, aber der hat halt drei Würfel. Der würde Schaden machen. Dann nehmen wir die Munition. In einer Runde. Weg mit den Biestern. Nice. Nice. Das läuft doch. Die Pilze sind auch da. Ja, Moment, die sind hier oben. Die wachsen um den Mittelteil des Spielfelds rum. Keine Sorge, die sind auch noch da. Kompass sagt Süden bis Nordwesten. Ich versuche mein Glück mal im Nordwesten, einfach nur, weil da der Wasserfall ist. Ein Gegenstand muss weg. Was werfen wir denn weg? Das Ei. Nein, bloß nicht. Das Ei nehme ich mit, das bringt wahrscheinlich nachher einen Dino, wenn wir nach Hause kommen. Und dann bekommen wir das Achievement vielleicht sogar noch. Das wäre geil. Was schmeißen wir jetzt weg, ist die Frage. Ich glaube, das Dynamit muss ich wegschmeißen, oder? Obwohl, 20 Ruhm ist nicht... 20 Ruhm ist nice. Aber 2 Ruhm von den Tierzähnen. Aber die wiegen nichts. Mann! Entscheidungen! Stoßstern habe ich extra gekauft gehabt. Fackeln wegschmeißen. Ich kann Höhlen damit erkunden. Aber in Höhlen ist auch Sachen, die ich Platz für brauche. Munition hat sich bis jetzt als relativ nützlich erwiesen. Ah, Leute, helft mir! Ich schmeiß, glaube ich, den Pelz weg. Ja, Pelz eines Säbelzahntigers, weg damit. Okay. So, wir gehen mal... Warum kann ich da nicht lang? Fuck. Aber gut, ich habe noch Dynamit, aber dann muss ich da durchgehen. Aber das geht. Das wird gehen. Moment. Wir gehen dahin. Wir nehmen das Dynamit. Auf. Moment. Rechtsklick. Die Sache ist, wenn ich jetzt links klicke, wahrscheinlich wäre es dann schief gegangen. Boom. Und kann jetzt hier lang gehen. Das Feuer ist hoffentlich gleich wieder weg. Das heißt, ich kann bis zum Wasserfall kommen. Ja, wir müssen halt hoffen, ne? Obwohl, nein. Ich gehe bis dahin. Nicht zu weit gehen. Denn das Ding brennt wieder. Naja. Aber jetzt kann ich ums Feuer rumgehen, ohne zu sterben. Nice. Bis zum Tiger sogar. Der mich heilen wird. Tiger, bleib da! So ist brav. Hey. Tigerlein. Nicht ein Erstangriff von dir. Das ist unfair. Nein, nein. Nein, lässt du Nutella-Kopf in Ruhe. Meine Güte. Jetzt muss ich dich umbringen in der Runde hier, bevor Nutella-Kopf noch aus Versehen einen Löffel abgibt. Das ist doch scheiße. Wie kannst du das Nutella-Kopf antun? 20 Lebenspunkte in einer Runde. Ich glaube, das schaffen wir nicht. Aber ich kann heilen. Kann aber heilen. Damit können wir den Schaden rausnehmen. Wenn ich jetzt genug Verteidigung auch nebenher aufbaue, dann haben wir genug Schild, um theoretisch Nutella-Kopf zu schützen, bevor was schief geht. Schrotflinte ist nice. Moment. So. Schade, kein Defensivwürfel. Kann ich irgendwas mit der Hand anfangen? Nö, nicht in dieser Runde, schade. Dann machen wir es so. Zack, zack. Und Runde beenden. Er muss ja nicht zwangsweise einen Tellerkopf angreifen. Genau, es hat genau gereicht. 2 Schaden minus. Wir brauchen nochmal ein Heilritual. Okay, wir sparen uns den Würfel, den und den. Und bekommen den Kopfwürfel, den ich zum Heilen brauche. So, Kurzdistanz-Schrotflinte. Und er hat noch 4 Punkte, das schaffen wir. Ins Gesicht treten und ins Gesicht schlagen. Wie heißt unser Entdecker nochmal? Chuck Norris Burton? Kommt hin. So, die Zähne und... Habe ich noch Platz für einen Pelz? Habe ich gerade irgendwas verloren? Keine Ahnung. Anscheinend. Merkwürdig. Ich dachte, wir hätten gerade einen Pelz weggelegt, weil wir keinen Platz mehr haben für irgendwas. So, ich muss Nutella-Kopf heilen. Richard Francis ist nur ein bisschen am Bluten. Wow, er ist verletzt mit einem Lebenspunkt.
Toll. Deswegen darf ich nachher einen Verbandskasten raushauen, nur weil er jetzt ein bisschen am Bluten ist. Er blutet so aus der Fingerspitze, so ein ganz bisschen. Deswegen ist er nachher mit einer vereiterten Krankheit sterben oder sowas. Das Weichei. Ah, ich habe das Dynamit aufgebraucht. Ja, ihr habt natürlich recht. Ihr habt natürlich recht. Okay, kein Magnetberg in der Nähe. Der Kompass tendiert Richtung Nord-Nordwest. Ja, ne, Nordwesten ungefähr. Das ist schon mal eine gute Richtung, wo wir gerade unterwegs sind. So, Wasserfall. Übernachten wir eine Runde. Okay. Wir entschieden, dass es eine gute Idee wäre, einen Moment zu verweilen, um uns eine wohlverdiente Pause zu gönnen. Es war eine bezaubernde Nacht und alle Expeditionsmitglieder schienen sich zu entspannen. In der Gruppe brach Unruhe aus. Private Newton Marks zeigte auf einen Geier, der über uns seine Kreise drehte. Er war der Meinung, dass dies ein schlechtes Omen für unsere Expedition sei. Okay, baller halt drauf, ist mir doch egal. Ich zielte vorsichtig und brachte den Geier mit einem perfekt abgepassten Schuss zu Fall. Er prallte in einem armseligen kleinen Häufchen auf den Boden. Private Newton Marks war sichtbar erleichtert. Wow, dankeschön, das hat sich echt gelohnt. Und wie war es jetzt mit dem Ausruhen? Können wir das auch noch bitte machen? Wie viele Geier siehst du denn noch, du Idiot? Hast du gerade denselben Geier erschossen? Können wir uns bitte mal ausruhen, wenn wir hier schon übernachten? Die Luft war klar und kühl, als wir das Lagerfeuer aufbauten. Kema und Private Newton brachen einen Streit vom Zaun, wer am besten klettern könnte. Es wurde entschlossen, einen Wettstreit auszutragen, um zu sehen, wer am schnellsten einen der Dschungelbäume erklimmen könnte. Die Mutprobe unterbinden dürfte wahrscheinlich die Loyalität machen, aber wenn es ihnen Spaß macht, nö. Leckt mich! Gefiel meine Entscheidung nicht. Es hieß, ich würde ihnen nicht genügend Freiraum lassen, doch ich musste sagen, dass mir wütende Expeditionsmitglieder lieber waren, als schwerwiegende Verletzungen zu riskieren. Das auch! Endlich! Endlich! Meine Güte! Können wir dann mal, Herrschaften? Es wäre sehr nett, wenn ihr mitspielen würdet in dieser Runde. So, erstmal gehen wir jetzt gucken, was das für ein Fragezeichen ist, während wir nach Raptoren suchen gehen. Ja, ist schon wieder abgehauen im einen Feld, meine Güte. Das sind, oh, ein Raptor. Oh, ich bin gerade aber gut geheilt. Ich kann gegen beide kämpfen, wenn ich will. Das ist eine bessere Gelegenheit, gibt's wahrscheinlich nicht. Ha, noch ein Raptorenei. Ja, warum denn nicht? Raptors, hurra! So, was machen wir Schönes? Erstmal natürlich die Schrotflinten-Kombi. Die ist immer richtig nice. Ich kann vielleicht schon einen rausnehmen aus dem Spiel für 7 Schaden. So, mal gucken, was ich jetzt dagegen mache. Ja gut, betäuben ist natürlich auch eine schöne Geschichte, ne? Vor allem, das kann ich, glaube ich, 2-mal machen, ne? Ja. 2-mal Kopfstoß. Was bringt mir das? Ein bisschen Verteidigung. Ja. Ich und Schlafen. Ich bin wahrscheinlich sowieso wieder bis 4 Uhr wach, wie ich mich kenne. Okay, ich habe einen Hirnpunkt. Wenn ich Hirn mit Schild, das wäre 3. Wenn ich die beiden mache, ist das 2. Also Hirn mit Schild ist besser als Schild. Taktischer Vorteil! Eieiei, da sind eine Menge Würfel, die haben. Ah gut. Es ist machbar. Vor allem dank der Schrotflinte. Erstmal heilen wir. Nehmen noch einen von denen hier mit. Sehr gut. So, jetzt muss ich eigentlich gucken, dass ich vielleicht noch einen Angriffswürfel draus ziehe. Sakrament. Aber ich habe 2 Schutz aufgebaut. Das heißt, den einen Angriff, den der haben wird, oder die paar, die werden jetzt nicht so schlimm sein. Da brauche ich jetzt keine Munition für rausschmeißen. Ja. Nicht mal an Silvester. Ich hatte mir früher immer wieder gesagt, weil ich habe damals auch TV Total gerne geguckt, als es noch lief.
Rip Stefan Raab, Eremandonti Soti oder wie man im Latein das sagen würde. Aber irgendwie, wenn es dann anfing oder die erste Werbepause kam, dann war es mir nicht mehr wert, wach zu bleiben. Nicht wegen des Inhalts, sondern einfach nur, ich dachte mir, Ziel erreicht, jetzt kannst du pennen gehen. So. Alle sind irgendwo ein bisschen verletzt, das ist schlecht. Und ich habe auch keine wirkliche Möglichkeit, mich dagegen zu heilen, ist die Sache. Ich glaube, diesmal müssten wir wieder ein bisschen mehr Richtung Pyramide versuchen zu ziehen. Vor allem, weil wir jetzt gerade geheilt sind, brauche ich keinen Kampf gegen die Raptoren vom Zaun zu brechen. Das bringt mir jetzt nicht so viel mehr. Brauchen wir mal wieder den Pelz weg. Wenn die Blutungen stärker werden, dann muss ich da einschreiten. Was ist das, bitteschön? Guckt euch das an. Von Bergen umgeben, von Tieren verteidigt, Vogel und Raptor. Das ist irgendwas richtig Krasses. Ist es der Tempel? Die Sache ist, wenn das der Tempel ist, dann, oh je. Zum einen gut verteidigt, zum anderen wahrscheinlich brauchen wir wieder irgendwelchen Siegelscheiß, um den aufzumachen. Aber besser, ich gehe da jetzt hin als später und finde dann raus, hey, da hättest du früher hingehen können, du Depp, du. Okay, wir heilen einmal unseren Private, der braucht das. Na, nicht dich. Du. Und dann gehen wir mal in die generelle Richtung und hoffen, dass das klappt. Guten Abend, Tim! Spät, aber willkommen! So, was ist das? Erkunden. Aha, wir müssen wieder Siegel aktivieren, Leute. Mal gut, dass ich hier irgendwo gerade war, ne? Raptoren sind schon wieder drei. Mann, kann es nicht mal weniger Raptoren sein? Die machen nicht wenig Schaden. So, einmal heilen direkt, wo wir es schon mal können. Ich versuche mal Defensivwürfel aufzubauen, ehrlich gesagt. Ist mistig, ey. Mann, das gibt's doch nicht. Boah, ist das schlecht. Das ist richtig schlecht, ey. Aber gut, sie haben nicht gut gewürfelt, immerhin. Dafür geht unser Entdecker gleich drauf. Na gut, da lohnt sich das Heilen wenigstens, immerhin. Armes Gotik. Ja, aber wir werden alle älter, keine Sorge, da bist du nicht der Einzige. Ich will meine Schrotflintenkombi haben. Dankeschön. Damit könnte ich sie raushauen. Mann, ich habe gerade echt kein Glück, Leute. Kein Risiko, oder? Nee. So, weg damit. Hui. Nehmen wir alles mit. Das Fleisch lassen wir direkt da. So, jetzt kann ich heilen. Jetzt lohnt sich das wenigstens. Unseren Richard Francis. Den Rest können wir so lassen, bis sie wieder krank werden. Aber jetzt wird es langsam knapp. Jetzt wird es langsam blöd. Da oben haben wir wieder einen Riesenskorpion. Mann! Haben wir hier einen Magnetberg? Nein. Kompass sagt Norden bis Süden. Und ich muss die Siegel finden, bevor ich den fucking finde. Sulfursumpf. Es könnte da sein. Das sieht auch wieder ein bisschen richtig aus, finde ich. Dann müsste ich nur noch den Tempel finden. Entweder das da ist der Tempel, kann ich mir gut vorstellen. Oder eben der Ort, wo wir danach hingehen müssen, dann, wo wir dann finden müssen. Schauen wir mal. Vielleicht habe ich ja Glück und der Riesenskorpion bemerkt mich nicht. Gegen den Raptor hätte ich kein Problem damit, gegen ihn zu kämpfen, wenn er jetzt kommt. Nee. Oh, Geysir, Riesenausbruch. Mysteriöses Ei. Hey, es schlüpft! In dem Ei, das wir gefunden hatten, bildeten sich Risse und es begann spürbar zu wackeln. Etwas in seinem Inneren schien ausbrechen zu wollen. Nach ein paar wenigen Minuten war es ihm auch gelungen. Ein kleiner Raptor lag vor uns auf dem Boden. Yay, Baby Dino! Er sieht jetzt zwar süß aus, wird aber sehr bald zu einem furchterregenden Fleischfresser auswachsen. Ja und? Mitnehmen! Wir haben den Dino! Ole! Dino! Und die Biester sind mir im Weg. Was haben wir hier? Elefantenfriedhof.
Ja gut, das kostet mich, glaube ich, nur Zeit, ne? Aber was, da könnten wir Kits finden. Wie heißt es hier? Items zum, um mich zu heilen. Das sieht irgendwie cool aus. Ziemlich cool. Ich habe euren Baby-Dino dabei. Wollt ihr ihn zurückhaben? Pech, bekommt ihr nicht. Den hebe ich mir auf. Und einen davon hebe ich mir auf. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Sehr, 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 sehr gut. Machen wir erstmal die übliche Kombi. Und dann kann ich mir eigentlich direkt schon mal eine Heilung drücken. Ist zwar nicht sehr, sehr viel, was ich damit heile irgendwo. Ich glaube nur der eine Punkt sogar, witzigerweise. Aber es bringt auch einen doppelten Schild. Und woanders kann man die Punkte nicht wirklich einsetzen, glaube ich, ne? Ein Dreier-Schild, ja. Ja gut, was ist besser, jetzt ein Dreier oder ein Zweier-Schild? Ich glaube fast ein Dreier, ne? Kann ich noch Kopfstoß machen? Könnte ich machen. Nehmen wir mal die ganzen Würfel in die Hand. Ja. Ich kann einen Kopfstoß machen. Gegen irgendeinen Dinos ist aber ziemlich egal. Ja, bin Baby, muss mich lieb haben. Oh, die Dinos, die mochte ich auch. Ein Kopfstoß. Ich kann noch einen bekommen. Nee, ich habe keine Würfel mehr. Okay. Ich könnte sie vergiften. Das bringt auch eine Runde so einiges, ne? Aber, nee, ich kann lieber einen Gegenangriff machen. Der bringt mir mehr, glaube ich, oder? Starke Position. Nein, Gegenangriff ist genauso gut. Und ich kann trotzdem mir noch ein Einser-Schild machen. Okay. Wir werden zwar Schaden kriegen, aber wir sind trotzdem gut aufgestellt. Heil der Wetzger, ich brauche ein Heilritual. Sehr gut. Das hilft. Das hilft auch. Und kann nicht so gewinnen. Jawohl. Perfekt. Ist wirklich krass. Wir kämpfen hier gegen Dinos. Wir sind hier so einer richtigen Urwelt unterwegs. Aber unsere Gruppe ist immer noch bei bester Laune, einfach nur weil wir Dinos töten. Das ist so, als wenn du durch Jurassic Park läufst mit so mit Rambo, mit Duke Nukem und die freuen sich einfach den ganzen Tag drüber, was wegzuballern. Die werden depressiv, wenn sie es nicht tun könnten. Oh Mann. Okay, Elefantenfriedhof. Kostet uns einen Tag, dafür finden wir einen weiteren Stoßzahn. Ja, warum denn nicht? Sind immerhin 20 Ruhm am Ende des Spiels. So. Ja, da komme ich sehr gut hin zu diesem Hügel, wenn hier drei Geysire im Weg sind. What the fuck? Darauf klettern könnte so einiges bringen, oder? Ja, dann kann ich nämlich die Karte besser einschätzen. Und den Doom Marine. Super gut, Dick. Super gute Auswahl. Jawohl. Naja, ne? Ich bin eigentlich relativ gut dabei gerade. Ich muss halt immer gucken, dass ich mich heile zwischendurch, aber es geht. So, was haben wir denn? Einer ist wahrscheinlich jetzt gerade entzündet. Yep, ein Tellerkopf ist entzündet worden. Okay. Was ist denn in dieser Höhle drin? Mit einer Fackel schauen wir nach und es ist. Oh Gott, der Zugang zu einem großen Tunnelkomplex. Ich habe noch Fackeln, ich könnte hin und zurück gehen, glaube ich. Aber das ist, glaube ich, eine Dreitagesreise. Nee, nee. Sache ist, ich kann es nicht einschätzen. Das ist wahrscheinlich kein Tempel. Haben wir im Süden irgendwas übersehen, was relevant wäre? Na, hier unten ist die Ecke der Karte. Ich glaube nicht, dass hier irgendwas war. Das heißt, ich habe, wenn, hier noch offen und hier, wo ich gerade bin in der Ecke. Das ist am cleversten, wenn ich jetzt gerade westliche Richtung gehe, hier lang und dann nach Süden mich abarbeite. Bei den Geysiren, ich glaube, es sind Heilquellen bei den Geysiren. Gehe ich mal ganz stark von aus. Weil halt sehr westliche Umgebung. Westliche, ja, westliche. Aber ich werde jetzt mal einen Kampf produzieren. Ich werde langsam lallig, Leute. Ich werde erstmal einen Kampf provozieren, um die Sanity wieder aufzufüllen. Und dann gehe ich dahin, weil dann kann ich mich vielleicht von den ganzen Blutungseffekten heilen. Das wäre geil. So. Raptor, bleib da!
Hey! Wollte gerade sagen, Rappi, komm zurück! Rappi, Rappi! Ich warne dich! Ach komm! Mann, manchmal ist es wirklich, du gehst ihnen entgegen und dann. Moment. Nein! Was hier entzündete Wunde? Was soll das denn jetzt schon wieder für ein Quatsch? Hat die Wunde jetzt gerade den Kampf zurückgesetzt? Das wäre es gewesen. Das wäre mal ein Vorteil für mich gerade. So, das Übliche. Dann nehme ich das Ritual schon mal in die Hand, um mich zu heilen. Und kann eigentlich schon einen weiteren Roll machen. Sehr gut. Was machen wir dann? Hill mit Speed und Speed bringt Flankieren für 5 Schaden. Damit könnten wir fast einen rausnehmen, aber eben nur fast. Dann würde ich lieber meine Defensive pushen wollen, als dass ich jetzt drauf anlege. Die Sache ist jetzt, ich brauche einen Defensivwürfel. Egal was ich damit mache, ich bekomme entweder eine 3er ausweichen oder eine 2 2er. Naja, oder gar nichts. Kann auch sein. Ich bekomme natürlich gar nichts, was auch sonst. Aber wenigstens einen präzisen Angriff, immerhin. Das war kein guter Roll für sie. Auch nicht sehr überlebenstechnisch gut für mich, für Private Newton, aber mit einer Schrotflinten-Kombi können wir es drehen. Ja, das wird mein Vorteil sein. So, und dich treten wir, glaube ich, einfach mal aus dem Leben. Oder Kopfstoß macht keinen Schaden. Also warten wir mal ganz kurz. Was ist eigentlich Doppelkopf? Geht das? Nee, Doppelkopf geht nicht. Schade. Die Leute hier können keinen Doppelkopf spielen, Mädels. Keine Hand, natürlich nicht. Ich glaube, ich nehme mal das Hirnritual. Zur Sicherheit. Aber das Ding will ich haben. Jawohl. Treten. Gewonnen. Und wir haben uns noch einmal heilen können vorher. Sehr gut. So viele Dino heute, Leute. Ist doch schick. So. Ich muss den Gefreiten heilen, den Private. Jetzt hoffen wir einfach mal, dass wir da zu einer Heilquelle kommen. Ich werde aber nicht raufklettern, sondern mich daneben stellen. So, jetzt bitte sag mir, dass die Geysire kurz nicht kommen. Oh, wie geil! Das zweite Siegel. Wir haben einen Raptor. Unser Baby war überraschend schnell gewachsen und konnte jetzt auf unserer Reise eine Hilfe sein. Hooray! Ein ausgewachsener Raptor konnte für die Expedition von großem Nutzen sein. Er war gefährlich, doch clever und ich beschloss, ihm den Namen Sir Osborne zu geben. Jawoll! Jawoll! Wie geil! Oh, ich könnte auf einen Raptor reiten. Aber ich will jetzt nicht riskieren, was das für einen Effekt hat. Wenn es einer von euch nachguckt und mir sagt, was es bewirkt, okay, aber wenn ich jetzt drauf reite und irgendwie ich dadurch Angriffe verliere oder sowas, das ist gerade so cool. Vor allem plus 3 Platz auf dem Raptor. Ahaha, ist das geil. Und ein Siegel. Komm, es müssen 2 Siegel sein, oder? Ich glaube, der Boden hat gebebt. Aber die Sache ist halt, wo? Da ich die Fläche noch nicht aufgedeckt habe, kann es sein, dass wir keine Ahnung haben, wo der Tempel jetzt erschienen ist. Das ist das Problem. Yep, Sir Ozzy Osbourne. Wir haben einen Raptor namens Sir Ozzy Osbourne. Jawohl. Okay. Ich könnte einen Raptorkampf provozieren, um wieder Sanity zu gewinnen, aber ich kann auch nach oben gehen und hoffen, dass er zu mir kommt. Ich habe ja noch genug Ration eigentlich. Wir machen das mal, damit ich auch die Konserven vielleicht mal ein bisschen anknacksen kann. Das dürfte schon was wert sein. Ach, nein, der Raptor zählt als Mitglied. Nein! Ich will aber meinen Raptor. Ich würde sogar den Ochsen, ehrlich gesagt, aufgeben. Ganz ehrlich, 2 Plätze kann ich entbehren im Vergleich zum fucking Raptor. Ist ein fucking Raptor. The base sanity cost to travel. When mounted man gains a 2-level combat die and the fast mount pocket the cost of... Okay, kann ich auf dem Typen reiten? Beritten. Nein, ich kann trotzdem nicht reisen. Okay. Reise gewinnt deutlich an Komfort und Rücken eines Tieres. Basiskosten an geistiger Gesundheit beim Reisen.
Okay, interessant. Ist also nicht von Nachteil, überhaupt drauf zu reiten? Aber trotzdem, Mr. Peter. Mr. Peter. Es ist Zeit. Es war Zeit, mich von Mr. Peter zu verabschieden. Wiedersehen, Mr. Peter. Du warst ein guter Wasserbüffel. Ich hoffe, du wirst nicht zum Dino-Futter werden. Sofort, wenn wir loslegen, wenn wir gehen. Die Sache ist, ich kann das andere Ei eigentlich fast wegpacken, weil ich habe jetzt einen Dino. Und wenn jetzt der andere Dino schlüpft und der ist dann böse zu mir, will ich das riskieren? Ich irgendwie nicht. Und das Ding ist auch kein Ruhm wert, von daher brauchen wir es nicht mitnehmen, denke ich. Was anderes wegschmeißen, nicht wirklich. Und den Mondstein, ich will es nicht riskieren. Nachher brauchen wir Mondsteine und ja, toll, ne? Dann sind wir echt im Arsch. Also, ich würde sagen, weg mit dem Baby-Dino. Tut mir leid, mysteriöses Ei. So, können wir jetzt endlich weiter? Bitte sag mir, der Geysir kommt jetzt nicht. Okay, sehr gut. Okay, das heißt, es ist situationsabhängig, was man macht. Ich könnte auf dem Dino jetzt reiten, weil ich den Inventarplatz nicht bräuchte. Man kann auf Dinos reiten, Leute. Wir haben es vorhergesehen. Wir wussten es. Oh, Dorf minus neun Ruf. Ich glaube, ich gehe dann mal. Die Frage ist, wo müssen wir hin? Ich muss mal was essen. So. Ich könnte die Gegner hier provozieren. Skorpion und Dings. Ich denke, wir sind jetzt sogar noch um einiges stärker. Warte mal, reiten. Ein Inventarplatz. Blitzschnelles, 45% sogar. Blitzschnelles Reittier. Okay. Aber wir sind halt überladen. Wenn ich eine Sache wegpacken würde, könnte ich drauf reiten. Die Sache ist nämlich, er bekommt keine Kampfwürfe dazu. Das heißt, der Unterschied, ob beritten oder nicht beritten, ist ein Inventarslot für 45% Reisekosten. Das ist heftig. Dafür einen Inventarplatz aufgeben? Nee. Dann schmeißen wir die extra Munition kurz weg. Ganz ehrlich, das ist mir wert. Zacker. So. Jetzt sind wir unterwegs, aber wirklich. Damit kommen wir auch locker zu den Gegnern da unten hin, würde ich sagen. YOLO! YOLO! Gegner! Peng! Na, was ist passiert? Entzündete Wunde von Kema. Oh je, wir brauchen theoretisch irgendwas Heilendes. Steinkreis. Ich könnte Steinkreis betreten, um zu gucken, was noch geht. Tut mir leid, mein Zocker, ich beeile mich ja schon. Raptoren angreifen. Drei Raptoren, okay. Yeah, berittener Richard Francis Bacon. Und er hat doch Angriffe, man konnte sie noch nicht sehen vorhin. Geil. Der Entdecker Richard Francis. Ich habe eben Bacon gesagt, ne? Bacon wäre sogar noch cooler. Burton, der berittene Dino-Meister, kommt jetzt zum Zug. Heilige Scheiße. Was kann die Dino-Kombo denn? Starke Klauen, Schaden 4. Oh, jetzt drehen wir den Spieß mal um, Leute. Jetzt drehen wir den fucking Spieß mal um. Ja, du gehst weg, mein Lieber. So, heilen kann ich mich eigentlich auch schon direkt. Gib dir noch ein Schild dazu. Dann machen wir eine Defensiv-Kombo. Du hast noch 5 Punkte. Das heißt, ich kann den anderen benommen machen. Und noch einen Defensivwürfel vielleicht rauskriegen. Jawohl. Zack. Richard F. Burton. Das F stand für fucking. Beziehungsweise das F müsste dann vorne stehen. Fucking Richard Burton, Junge. Oh Mann. So, was haben wir denn? Ja, nochmal eine Schrotflintenkombo, würde ich sagen. Und damit so gut wie gewonnen. Mit Zähne bekommen wir auch den Blutungsschaden. Dann kann ich mich nochmal heilen vorher. Ja, kann ich. Nice. Zack. Okay, damit bekomme ich einen weiteren Stack von dem Zeug. Ist also keine gute Idee, zu viele Fälle mitzunehmen. Zu viele Raptoren heute. So, jetzt muss ich noch einen Riesenskorpion besiegen. Halleluja. Die Wunde ist infiziert, das heißt, ich muss ihn eigentlich heilen, bevor es wirklich schief geht. Ja, gut, Kema ist auch so eine Sache, aber Nutella-Kopf ist einfach zu geiler. Ja. Und er ist auch verletzter als Kema. Von daher.
Und wir haben keine Kästen mehr. Wenn wir jetzt nicht eine Schamanenhütte oder sowas finden, dann gehen uns die Leute hops, sobald es anfangen zu bluten. Das ist das Problem. So, riesenhafter Skorpion angreifen. Scheiße, ich hab den Steinkreis vergessen. Ups. Hast du recht? Arke. Ich trottel. Was können wir noch machen? Direkt Heilung. Nein, die Heilung kann ich mir fast schon ein bisschen sparen. Schrotflinte wäre nice. Ich kann die Biestwürfel aber eigentlich raushauen, weil die bringen ja keine Kombi, glaube ich. Dup, du, dup. Und nein. Okay. Der kommt gleich weg mit den Klauen. Das sind nur zwei Schaden. Warum nur zwei Schaden? Okay. Ist aber nicht schlimm. Ich will mein Ritual haben zum Teufel, mein Heilritual. Was können wir noch machen? Ich kann auch einen Defensivschlag machen. Den einen werden wir nicht töten können in dieser Runde. Das behalte ich. Das behalte ich. Jawohl. Am Ende der Runde nochmal die Heilung. Und einen präzisen Angriff. Ha! Abgeblockt! Lecco mio! Jetzt macht mein Raptor dich kaputt! Raptor gegen Skorpion! Wer gewinnt? Die Neuzeit! Wenn man auf den Skorpion reitet, dann gewinnt sie! Heidewitzka! So, ich hatte den Steinkreis vergessen, ich Trottel. Ich brauche irgendwas. Die Frage ist, was? Wie ist die Loyalität von Private Marks, bevor die jetzt richtig schlecht wird? Wenn ich die zu niedrig mache, Leute, dann haben wir ein Problem. Warum das reiner Geist, aber glaube ich, warum geht das nicht weg, ey? Meine Güten. Wenn der abhaut, weil die Loyalität zu weit sinkt, dann das kann ich nicht riskieren. Nicht für Höhlen, Dörfer und Ruinen. Dörfer, scheiß drauf, die sind sauer, die Eingeborenen. Ruinen und Höhlen, ganz ehrlich, ich kann nichts riskieren, ich muss die scheiß Pyramide finden. Allein schon aus Zeitgründen jetzt wieder. Fuck. Naja, die ist wahrscheinlich irgendwo da links. Ich gehe mal bergsteigen. Kann ich nicht, oder? Doch, ich habe Kletterausrüstung. Wow, der Umweg ist kürzer, weil Wüste dazwischen ist. Wow. Wow. Okay. Na gut. Wenn du meinst, Spiel, ich vertraue dir mal. Wir gehen dann ja eher an den Berg vorbei. Wenn mir noch ein Raptor querkommt, dann hat er ein Problem mit mir. Heidewitzka, der Vulkan bricht wieder aus. Oh. Überraschungsangriff von den Eingeborenen. Oh, shit. Eine Vierergruppe ist böse. Dafür brauche ich definitiv meine Kombi. Du sollst bluten, mein Freund. Dich will ich und dich will ich. Meine Schrotflinte. Ich brauche sie gerade so dringend, ey. Komm schon, 50, nicht mal 50-50. Mehr. 66% Roll. Kann nicht wahr sein. Erstmal heilen. Dann, was will ich noch machen? Ich glaube, ich will erstmal die Schamanen weghauen im Hintergrund, bevor die weiter heilt. Ich will aber meine Würfel erstmal haben. Die behalte ich mir. Zack. Jawohl, da ist nämlich die Schrotflinte. Dadurch ist sie fast instant weg. Klauen macht 2 Schaden. Er verliert welche. Machen wir einen Gegenschlag auf sie. Ist weg. Klauenangriff auf ihn, weil ich nicht weiß, wie viel Schaden das jetzt machen wird. Und ich kann theoretisch noch einen Kopfstoß machen. Dann müsste... Ja gut, dann ist er sicher weg. Aber dadurch spare ich mir nicht die anderen Gruppenmitglieder. Das wäre sinnvoller. Abend oder Nacht, keine Ahnung, Akizaru-Kugun. Willkommen, letzte Mission in diesem Spiel, in diesem Run hier. Danach ist Feierabend, da wir haben es fast geschafft, vielleicht. Mal gucken, ob die andere Dame uns noch ins Handwerk pfuschen will. Okay, 2 Schaden, hat aber nicht gereicht. Oh, sie schlagen sich tapfer, aber sie kriegen keine guten Würfe zusammen, wie es aussieht. So, bam. Jawohl, ich sag Schrotflintenmassaker. Einfach weg.
Oh, was haben wir hier Schönes? Rote Beeren, Zeug. Alles nehmen. 5 Gegenstände, ist mir egal. Allerlei Leiden lindert. Ja, denn... Ich habe einen Pilz. Wer will ihn haben von euch? Ich würde sagen, Private Brub. Er begann sich wiederholt und heftig ins Gesicht... Moment. Private Marks verzehrte den Pilz mit großer Tapferkeit. Er begann sich wiederholt und heftig ins Gesicht zu schlafen. Ich glaube schlagen, aber gut. Ins Gesicht zu schlafen. Gute Nacht, mein Zocker. Bald darauf konnte er nicht mehr aufhören zu grinsen. Cool shit, Bro. So, essen. In der Zeit kann erstmal Vulkan ausbrechen, ist mir egal. Coca-Blätter. Kema begann sich seltsam zu verhalten. Sie wurde paranoid, weil sie zu viel Coca-Blätter geschluckt hat. Interessant. Was wollte ich noch loswerden? Der Speer, den kann ich eigentlich nicht behalten. Das ist zu wenig für einen Slot wert. Und die Seile, naja. Ja, ne? Eigentlich erkunde ich auch gar keine Höhlen mehr, ne? Von daher, die Seile wegen Sumpf sind fast schon ein bisschen wertvoller. Aber gut, wozu haben wir unseren Dino? Wozu haben wir unseren Dino? So, ich will auf diesen Berg da. Dino, Marsch. Ist mir egal, was in der Höhle war. Irgendwo ist die Pyramide gerade aufgetaucht, glaube ich. Oder haben wir nur die Punkte bekommen? Ja. Tolle Musik spielt. Warum tut sie das? Wäre schön zu wissen, warum. Tada. Ein paar Pilze. Das ist lecker. Leckere Pilze. Ein bisschen Pilzsuppe. 8 Tage aggressiv. Ah, wo ist die verdammte... Moment, was hat mein Kompass? Was hat mein Kompass? Keine Magnetberge. Er sagt... Nord... Ja, es ist Norden. Also es ist eines dieser 3 Fragezeichen voraussichtlich. Das ist gut. Ich tippe mal, es ist das da in der Wüste. Und ich gehe garantiert... Obwohl, ich kann hier so rumgehen, ne? Kann ich nochmal gucken, was das für eine Höhle ist. Einfach darum. Und ich kann hier gucken, was das für eine Höhle ist. Ich trottel, wenn ich schon mal da bin. Fackel erkunden. Wir haben noch 4 Stück. Ah, hier ist der Ausgang von dem Tunnel, den wir hätten suchen müssen. Aber wir brauchten ja vorhin noch das andere Siegel. Also, gut, dass wir nicht durchgegangen sind. 32 Punkte, los geht's. So, eine weitere Höhle. Und, ja, Pilze. Nice. Das ist, alle Sorgen und Probleme werden unterdrückt und einmal Sichtweite. Ja, warum denn nicht? Heiterkeit. Plus Heiterkeit. Was ist das bitte schön für ein Wert? Was sagen wir hier? Heiterkeit, Tage übrig. Priorität plus 1. Ja denn. Guten Hunger. Noch Pilze einschmeißen. Alles Pilze hier. Bringt sogar noch geistige Gesundheit, weil es die guten Pilze waren. Ja, ich denke, es ist auch die Pyramide. Okay, ja, dann suchen wir noch mal, ob das eine Pyramide ist. So, keiner verbluten auf dem Weg dahin, bitte. Nein, es ist ein Händler, Leute. Wir wurden verarscht. Wahrscheinlich ist das Ding da, weil es ist auch so 9 Felder breit ist. Oder 7 Felder. Lieber Händler, hast du vielleicht noch Schätze, die ich haben können, wollen würde? Sieht nicht so aus. Du hast eine Schatzkarte, leck mich. Nö, der hat nichts Interessantes für mich. Überhaupt nichts. Nicht mal Heil-Items. Das wäre es jetzt. Heil-Items. Na gut. Na denn. Gehen wir mal direkt zu dem Feld da. Ich hoffe, der... Ich kann den Kampf gegen den Raptor riskieren. Besser, als wenn ich mich jetzt von ihm Hinterhalt locken lasse, ne? Überall kommen sie, die wütenden Echsenmenschen und die Raptoren und so. Überall kommen sie angelaufen. Machen Clown weniger Schaden, weil der Gegner in der hinteren Reihe ist. Gibt das Ding hier ein hinteres Reihensystem? Das wäre es jetzt noch. So, dich und dich und dich behalten wir. Meine Schrotflinte, ich brauche sie bitte. Mein treues Werkzeug der Tödlichkeit. Na also. Dann
kann ich noch einen Kopfstoß machen. Einen Gegenschlag. Und das reicht. Lasst meinen Decker in Ruhe. Ey, haben die gerade meinen Dino getötet? Ich glaube, ich werd narrisch. Wenn ihr meinen Dino tötet, bevor ich die fucking Pyramide jetzt aufdecke, ey. Und wegen euch bekomme ich das scheiße Achievement nicht. Dann komme ich hier zurück und ziehe eure Leichen zurück nach England. Ist mir scheißegal, ob mir das keine Achievement bringt. Aber es kann nicht sein, dass ich jetzt wegen euch kein fucking Dino Achievement kriege. Ich glaube, ich werde nicht mehr. Ich brauche eine Heilerrunde unbedingt. Moment, bevor ich sie töte. Genau, der bleibt übrig, das ist okay. So, ich brauche unbedingt den Heiler-Roll, damit er jetzt überlebt. Okay, Glück. Oder auch nicht, weil er gerade nicht geheilt wurde. Wehe, der ist jetzt tot. Dann geht Polen unter, Leute. Ich weiß, wo Polen ist. Ich bin schlecht in Erdkunde, aber ich weiß, wo Polen ist. Und es wird untergehen, wenn jetzt der Dino tot ist. Gib mir die ganzen 10, liebes Spiel. Okay. Er ist noch nicht im Arsch. Wenigstens etwas. Lass mich zur Pyramide kommen, Spiel. Bitte. Sie ist noch vergraben. Nein. Nicht mein Dino. Okay, wenn es eine Türwunde ist, mir scheißegal. Moment. Was ist hier los? Warum ist hier überall Karte? Ich will erkunden. Nein. Nein! Das ist unmöglich. Mit meinen Vorräten hier irgendwo lebendig noch hinzukommen, es ist fucking unmöglich. Fucking unmöglich. Eine Heilquelle in der Mitte? Welche? Ich habe hier keine Heilquelle. Das Ding da? Meinst du, das ist eine Heilquelle? Red Eyes? Oder wo siehst du eine Heilquelle in der Mitte? Das Ding ist... Wo ist der Wasserfall? Ja, aber ich verblute. Das ist das Problem. Da, der Wasserfall heilt nicht die Krankheit oder die Blutung. Ich bräuchte Heilquellen. Heilquellen oder einen Schamanen oder einen Händler nochmal, der mir halt Zeug verkauft. Ansonsten verblute ich jetzt einfach, weil Krankheiten. Ganz am Anfang. Nee, ganz am Anfang ist hier unten. Da haben wir einen Steinkreis, Steinstatue, hier unten ist sonst nichts, da ist ein Raptornest und wie gesagt, das ist der Wasserfall. Raptornest, das Ding da, das hier rechts ist ja das goldene Siegel gewesen, was wir hätten aufdecken müssen, da ist ein Elefantenfriedhof. Ja, ich kann mit dem Ballon abhauen, ich kann die Mission abbrechen, die Sache ist Punktestand. Den werde ich glaube ich nicht aufholen können, wenn ich das mache. Wenn ich die Pyramide als letzter entdecke, okay, aber... Zum Schiff zurück, bis dahin sind die alle tot. Das ist... Weil ich komme nicht mal so weit, das ist... Bis dahin sind 70 Punkte. Ich käme so weit, okay, ich käme so weit. Sache ist, erstmal müsste ich mir jetzt wehren. Erstmal müsste ich mir jetzt gegen die ganzen Echsenmenschen wehren, die verdammt stocksauer sind gegen mich. Kirchen. Aber ich muss mich heilen. Ich kann die Krankheit nicht ignorieren. Das ist das Problem. Irgendwann verblutet mir oder verkrankt mir der Private hier. Ja, ne? Also im Endeffekt muss ich jetzt so lange spielen, bis Francis Burton als letztes übrig ist, so ziemlich, und dann abhauen. Weil es macht keinen Sinn, jetzt abzuhauen, wenn ich nichts anderes dabei hätte. Also keine Möglichkeit habe. Schiete. Höhleneingang.
Keine Ahnung, Thymon. Aber gut, ich kann jetzt mal sowieso kämpfen, um mich noch ein bisschen aufzuladen. Eine 6er-Party an Gegnern. Wow. Aber gut, wozu hat man eine Schrotflinte, ne? Weg mit euch. Wo ist mein Dino-Roll? Mein Dino ist gerade out of order. Mein Dino darf nicht sterben. Mein Dino darf doch einfach nicht sterben. Das geht nicht. Das geht doch auch nicht. Heilung. Ich kann noch nicht heilen, ey. Ja, zwei Leute müssen den Ballon starten. Ist schon richtig. Die hinteren Reihen ausdünnen. So, und jetzt haben wir noch einen Defensiv-Roll. Ja. Taktischer Vorteil. Es geht halt noch, ne? Es geht halt noch irgendwo, aber... Heilen wir erstmal. Keine Schrotflinte diese Runde. Das erste Mal, glaube ich. Ja, Charon, das würde ich auch machen. Dann habe ich das Dino-Ende wenigstens. Das dachte ich mir auch schon. Ah, was mache ich jetzt? Gegenschlag. Der hat 5 Lebenspunkte. Ich meine, ich habe keinen Tritt. Was mache ich jetzt? Das zusammen gibt Ausweichen. Das zusammen... Kopfstoß. Kopfstoß ist auch nicht schlecht. Einen Echsenkrieger rausnehmen. Wie die aussehen von vorne, die Gesichter. Dann nehmen wir mal den da raus. Obwohl 5. Naja. Gegenschlag gegen den da. Und Doppelangriff gegen den da. Die sind nicht super stark, sagen wir es mal so. Die richtigen Bestien sind stärker als Gegner. Da ist das hier noch relativ easy. Wie man sieht. Gegen die komme ich klar. Hab du Heil-Items? Erhöht Tragekapazität. Ja, danke schön. Ihr habt zumindest Kram, sagen wir es mal so. So. Was brauchen wir nicht? Regeneriert Lebenspunkte. Naja, das brauchen wir auch eher weniger. So, Pilze. Nam, 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 nam. Plus Stärkegefühl. Überladen. Nam, 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 nam. Essen, essen. Okay. Ja, ich muss eigentlich gucken, was ich hier finde. Das könnte eine Heilquelle sein. Das könnte eine Heilquelle sein, ne? Die Sache ist, ich muss jetzt gucken, dass ich nicht in die. Dass ich mich nicht überraschen lasse von denen. Also nicht zu viel reisen. Ach komm. Ach komm. Das ist so ein bisschen blöde, ganz ehrlich. Das ist. Oh, mein Dino hat einen Lebenspunkt. Schön. Das ist so ein bisschen blöde, dass ich nicht weiß, wie weit ich gehen kann, um einen Initialangriff zu bekommen. Oh, ich bin sogar benommen. Eine Runde schick. Heilung, Heilung. Das wird nochmal spannend am Ende, Leute. Und das ist das Schlimme. Das Spiel will mir den Sieg echt nicht gönnen. Das war doof. Ich wollte gerade woanders drauf, nämlich darauf. So. Dich und dich macht Kopfstoß. Einen Echsenschaman rausnehmen. Obwohl, nee, dann lieber treten, damit ich einen Echsenschaman fest rausnehme. Zack. Nee, einen Speer jetzt rein. Ja gut, ich kann Speer schon mal in den Pool reinwerfen. Bringt mir jetzt noch nichts. Aber ich kann danach benutzen. Erstmal heilen die sich wahrscheinlich. Ja. Vergiften und 6 Schutz. Wow, das ist übel. Ist mein Speer jetzt wirklich weg? Och Mann, komm schon. Der kann auch wirklich ein paar längere Runden bleiben, bitteschön. So. Und es zählt nicht mal für mehrere Gegner. Wow, das ist ja mal richtig nett. Das ist ein taktischer Kampf jetzt, solange ich hier durchhalten darf. Immerhin, ich krieg den Schami kaputt. So, jetzt kann ich nicht mehr heilen. Ja, aber es geht. Wie gesagt, sie machen nicht viel Schaden mit dem, was sie tun. Das ist ihr Problem.
nachdem. Nee, das wollte ich nicht. Ich wollte mich nicht heilen damit. Das hier machen und Heilung. So, was mache ich jetzt am dümmsten? Genau, am besten Gegenschlag oder so. Kann ich nicht zweimal machen, leider. Das ist, wenn ich sowas mache, präziser Angriff. Ja, das geht. Ich habe zwei Angriffswürfel. Also nehmen wir dich mal ganz geschickt raus. Okay. Sagen wir mal so, sie haben Items. Auf jeden Fall nichts Verkehrtes, ihre Items immer mitzunehmen. Heilquelle. Was ist es? Oh, was kommt jetzt? Was kommt jetzt? Was kommt jetzt? Entzündete Wunde von Sir Osborne. Nein! Was ist das denn? Schreien. Es ist ein... Oh nein, 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 nein. Ich werde jetzt keine Risse aus dem Boden beschwören, um es mir noch schwerer zu machen. Ich bin noch nicht total bekloppt. Es gibt nicht mal einen ordentlichen Weg dahin. Das ist das Problem. Ich muss den ganz um die Berge müsste ich rumlaufen. Warum das denn? Verbrannte Erde, bitte. Da kannst du auch lang gehen, mein lieber Char. Dann möchte ich die Durchquerung durch die Wüste. 53 Punkte. 45. Wow. Den Dino da unten zu kloppen macht mehr Sinn. Ich schaff's nicht als Erster, aber es ist nicht unmöglich. Kann ich jetzt nicht irgendwie heilen? Ich meine, der hat doch jetzt halt wieder einen Lebenspunkt, ne? Ich müsste einen Händler erst finden. Was wäre denn, wenn ich einen Ballon startklar machen wollen würde? Zwei Plätze, wenn ich alle mitnehme. Ich brauche eigentlich nur die Halskette. Und so ein ganz... Oh, Moment, Moment. Wenn ich das ganze Zeug hier mitnehme... Das sind 200... Nee, das sind 400 Ruhm. 400 Ruhm ist nice. Und ich kann halt noch Platz schaffen, das ist ja auch klar. Das ist wahrscheinlich ein Elefantenfriedhof. Es geht nicht ums Brauchen, Chalon. Es geht gerade nur darum, wie ich es am effektivsten machen könnte. Es gibt hier wahrscheinlich keine Heilquelle mehr, die ich auf die Schnelle finden könnte. Ist unmöglich. So einen langen Weg zurückzulegen, wird mich wahrscheinlich jetzt Leute kosten. Von daher, der Ballon macht schon Sinn. Heiterkeit. 5 Tage, also es hält auch nicht mehr lange. Frage ist, was packe ich ein? Oh, Moment, ich habe eine Idee. Ich habe eine gute Idee. Schreien! Hallo, mein Lieber! Alles meins. Bevor Berge aus dem Boden hervorbrachen. Jawohl, ist mir scheißegal. So. Ich bin überladen, ist aber auch ziemlich scheißegal. Wir bauen uns einen Ballon. Also Platz. Wen können wir denn zurücklassen? Ha. Wiedersehen, Kema. Und ihr beide werdet euch sicherlich gut in der Wildnis verstehen. Tschüss. Was ist, wenn ich den Ballon jetzt bereit mache? Haben wir 3 Platz. So, wenn ich jetzt nämlich das mitnehme und das alles mitnehme, das wäre schon eine Menge wert. Ein weiterer Platz, aber wofür? Ist jetzt die Frage. Ich brauche nur den Ruhm. 20, 20. Säbelzahntiger 4. Das wären 80. Mehr als die Halskette. Moment, die ist 50 Ruhm. Die sind mehr wert. Okay. Abbrechen. Nee, halt, ich brauche jetzt. Moment. Kein Risiko. Ich brauche 2 Personen, um den Ballon startklar zu machen. Wenn der Dino nicht als Person zählt, ist es vorbei. Kein Risiko.
Ja, sie konnte die Blutung nicht stillen. Es war halt nur eine Voodoo-Heilerin. So, okay, also. Das heißt, wir nehmen mit. Moment, jetzt muss ich gerade nochmal selbst gucken. Die ganzen Raptorenhaut. Heute hätte ich einen zweiten Stack angelegt, Leute, und nicht die Tierzähne behalten. Wir hätten so gut geschafft. Jetzt wird es sauknapp wahrscheinlich. Sauknapp. Die hier, das sind 80, glaube ich, ne? Das heißt, das hier wäre das nächste Item, ne? Ja, das ist 70, 80, 400 oder so. Das wäre 40, das wäre 40, das wäre 50. Jo. Okay. Wir schlossen unsere Vorbereitung ab und machen uns bereit für die lange Heimreise. Entkommen. Wie viel Ruhm? Aktuell 2730. Okay, jetzt kommt's, Leute. Wir bekommen das Achievement für dritter Platz und höher. Schon mal. Und das Dino-Achievement. Zwei Stück. Immerhin. Was für ein Anblick. Oh, wie freundlich alle doch sind. So. Oh, sie hat nicht so viel gemacht. Leute. Leute. Oh. Oh. Was soll ich mit Geld jetzt noch? Hier. Verschenken. Oh, Leute. Ja! Und die Bitch überholt. Yes! Ich weiß nicht, ob ich Geldmittel am Ende des Spiels brauche. Keine Ahnung. Nam 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 nam. Und kabam! Das, obwohl wir die Pyramide nicht gefunden haben. Fucking yeah! Meine Statue, Bitch! Richard Francis Burton kehrte voller Triumph ins Herz des Königreiches zurück. Nachdem ihm zu Ehren eine Statue errichtet wurde, genoss er ein glückliches Leben in dem Wissen, dass zukünftige Generationen ihm Anerkennung zollen würden. Private Newton Marks kehrte nach Hause zurück und führte ein abgeschiedenes Leben. Nach einigen Jahren veröffentlichte er seine Memoiren, die wie eine Bombe einschlugen und ihn wieder ins Zentrum der Öffentlichkeit rückten. Eine königliche Brücke wurde nach ihm benannt. Im Alter wurde er von wiederkehrenden Albträumen über eine vergessene siebte Expedition geplagt. Er verschwand ohne jede Spur. Die Credits kennen wir schon, lass diesmal nicht so schnell durchlaufen. Tut mir leid. Oh, yes! Wir haben nichts Neues freigeschaltet. Ne, halt, hier, die sind neu. Wir haben Amelia Earhart, Navigator, erhöht die Genauigkeit des Kompasses beim Aufdecken neuer Felder. Sie bekommt einen eingeborenen Tierbetreuer, also mehr Lastkapazität, einen Seemann, so ein Utility-Kämpfer gewesen, glaube ich, aber auf höherem Level bekommt er auch, glaube ich, auch Angriffswürfel dazu. Und ein Esel mit Pistole als Startausrüstung, nicht schlecht. Und Alexander David Neal, unsere Konkurrentin, haben wir auch freigeschaltet bekommen. Buddhistin, Anarchistin und Schriftstellerin, welche den 13. Dalai Lama zweimal traf. Tierflüsterer, kann Tiere befördern, aber keine Menschen. Hui. Das ist mal cool. Das wäre mal ein anderer Run, Leute, ein ganz andersartiger Run. Wasserbüffel und Jagdhund bekommen Schokoladenrationen, Raketen, Allgemeinkram. So, den anderen Kram haben wir aber jetzt nicht, oder? Mit zwei Figuren auf maximaler Stufe. Ah, toll. Hätte ich gewusst, wie viele Punkte Vorsprung wir haben, wir jetzt auch noch bekommen, Leute. Arg. Was noch? Lasse alles zurück. Expedition, beende den Spiel Rang 3, ohne einen Gegner anzugreifen. Ja, das kennen wir schon. Necronomicon. Hatten wir dich schon? Isabella Bird? Ja, dich hatten wir schon. Und Seeless hatten wir auch schon. Schwierigkeitsgrad Expedition. Beende jedes Expeditionsspiel Rang 3 mit einem guten Ruf. Ohne zu kämpfen. Okay. Ja. Wir haben es hinter uns gebracht, Leute. Sehr schön. Das war doch mal ein spannender Stream, oder? Katastrophales Ende in Kanada, aber ein guter Abschluss für den guten Richard Francis Burton. Nice. Gut, beim nächsten Mal können wir mal gucken, ob wir
vielleicht in positiver Attitüde oder vielleicht, nee, kampffrei, vielleicht dieses Mal kampflos durch die Gegend ziehen. Hier so mit Mary Kingsley zum Beispiel. Pazifistin. Keine Waffen einsetzen, dafür halt dann möglichst viel Wert aus Dörfern und sowas ziehen. Eingeborener Krieger und persischer Übersetzer. Wozu braucht man eingeborenen Krieger? Man verringert das Risiko, beim Durchqueren von Zonen angegriffen zu werden. Okay, das macht irgendwo Sinn. Und ein persischer Übersetzer. Jawohl. Moment. Wie ist normal ist hier? Das klingt so bescheuert. Es klingt so bescheuert. Was hat denn die Ruhmeshalle? Höchstpunkte mit Richard's Frenchish Burden. 3280. Schick. Gegenstände. Wir können die ganzen Gegenstände hier angucken. Und Teile, die wir noch nicht haben. Die Sache ist, es wäre schön, wenn jetzt hier stehen würde, was das alles ist. Aber man sieht, wir haben die Hälfte an Items bis jetzt nur gefunden, wie es aussieht. Ist ja gut, Radon. Wir machen ja schon Schluss. Okay, Leute. Das war's für heute mit Curious Expedition und Stream. Nächsten Freitag machen wir weiter wieder mit System Shock. Fürs Erste. Und dann schauen wir mal. In dem Sinne, gehen wir rüber in den Endbildschirm für heute. Mann, warum bin ich nicht in der Kamera? Geht doch. So. In dem Sinne mache ich noch einmal irgendwas Space Questiges an. Was haben wir denn hier noch Schönes? Starcon Central, please hold. Nein. Planet Side. The Brick. Die Spacebar. Ich glaube, das ist ein guter Song, oder? Der müsste ein bisschen halten. Ja, 2 Minuten. Okay. Ich halte euch nicht länger fest, Leute. Gute Nacht. Bis nächste Woche. Tschö.